Hey Leute, heute eine Sondersendung T.G. Copperfield, Copperfield's Corner mit 40 Jahren Rock'n'Roll und Richie Newton. Danke, Richie, dass du den Weg gefunden hast. Freut mich, super Sache. Sag mal, Richie, du bist Entertainer, Sänger, schreibst Songs, bist Buchautor und Lebenskünstler. Das habe ich extra noch in meiner Facebook-Seite geschrieben. Genau das. Ja, ich rock mich durchs Leben, so kann man sagen. Du rockst dich durchs Leben. Ja, das ist auch so der Grund, warum ich mich besonders jetzt freue, auch auf dieses Interview, weil du hast wirklich unglaublich viele Sachen schon durchgemacht. Also du warst in Thailand, du kommst hier aus Straubing, aus der Gegend, hast schon in vielen Bands gespielt, warst in Thailand, bist wieder zurückgekommen, dann wieder ganz woanders hin. Also zurück, Richie, nicht richtig zurückgekommen, ich bin immer wieder zurückgekommen. Ja. Aber nie richtig, ja, dass ich ganz wieder da war. Ja. Jetzt bin ich in den Philippinen. Okay. Seit einem Jahr. Okay. Davor war ich 20 Jahre in Thailand. Okay. Ein Jahr war ich in Kambodscha. Und Deutschland war halt immer auf meinem Kalender. Ich habe immer zurückgemessen. Speziell Straubing. Und Regensburg ist natürlich auch schon fast die zweite Heimat, weil ich auch schon in drei Bands gespielt habe. Okay. Monsters, Mess und Warwick. Okay. Und George Mulligan hat auch da probt. Und Rock Angels haben auch da probt. Eigentlich waren es 5 Bands eigentlich. Okay. In Regensburg, ja. Das interessiert mich natürlich am meisten jetzt, also deine Wurzeln hier so in der Gegend. Ich bin ja auch aus der Gegend, also wir sprechen die gleiche Sprache. Und du hast ja schon gesagt, du hast in vielen Bands gespielt, Mass, Rock Angels, George Mulligan, Biker Band, ne? Mhm. Und das waren so die richtigen harten Rockzeiten von dir damals, oder? Ja. Eigentlich war der Hardrock fing ja schon 1983 in Straubing an, mit der Band Lucifer. Okay. Meine allererste Band war Rotzlöffel, war Deutschrock, so in der Deutschen Welle, neu in Deutscher Welle, war meine allererste Band 1980, dann 83 dann Lucifer, mhm. 87 dann Mess, mhm. Dann Pussy Lover war auch eine Band in Straubing. Okay. Gute Namen, ne? Ja, die Namen sind fantastisch. Wir haben alle die Katzen geliebt, also das und dann Monsters, mhm. was ja auch die Weiterführung von Mess war, okay. Monsters After Sunset. Mhm. Und Warwick, dann George Mulligan, Hellfire war eine Band. Mhm. Und dann kam Rock Angels und dann Thailand. Wir haben uns ein bisschen unterhalten davor, aus welcher musikalischen Richtung dass du grundsätzlich kommst. Und ich bitte ja meine Gäste hier immer so ein bisschen, sich Gedanken zu machen, was sind so meine Einflüsse. Und du hast gesagt, ganz, ganz weit oben, vorneweg, Elvis. Ich weiß, die erste Platte, die ich überhaupt war. Ja. Ich habe in den 70ern, habe ich 3 Karl May Platten gehabt, so der Shoot, Schatz am Silbersee und Winnetou und irgend sowas. Ja. Die habe ich geliebt und er war ein kleiner Schallplattenspieler. Und dann habe ich eines Tags habe ich einen Film von Elvis Presley sehen dürfen. Okay. Den habe ich vorher nicht gekannt. Okay. Ich habe den weder am Bild gekannt, der hat für mich nicht existiert. Und bin von heute auf morgen bin ich zum glühenden Elvis-Fan geworden, okay. 1975. Ja. Am nächsten Tag musste mir meine Mutter sofort eine Platte kaufen. Das waren die von Arcadi, die 40 Golden Hits von Elvis. Mhm. Und darum ist es die erste, die... Und da war ich natürlich dann auf dem Planet Rock'n'Roll, ab dem Moment. Ja. Du hast mir gesagt, ich soll mir 3 aussuchen. Ja. 2 war kein Problem. Das nächste war dann 78, If You Want Blood, You've Got It, AC/DC. Mhm. Ein Klassiker, ein Live-Album. Ja. Und als ich da zum ersten Mal Riffraff gehört habe und dann die Stimme von Bon Scott, mhm. was um mich geschehen. Der Bon Scott, den habe ich als, eigentlich, ich bin in den Menschen verliebt gewesen, beim ersten Blick schon. Es war Liebe auf den ersten Blick. Erzähl mal ein bisschen was über die Zeit, wann war das ungefähr? Das war 78, 78. mit AC/DC. 78. Hast du AC/DC damals zu der Zeit live gesehen? Ja, einmal in Ringsburg. Es gibt das legendäre Konzert, und das kann ich sagen, es gibt ein legendäres Konzert von AC/DC in Regensburg, RT-Halle. Und ich war dabei. Du warst dabei? Ja. Und wie war das? Für mich zum ersten Mal so ein harter Konzert. Ich hab AC/DC nur von der Platte gehört. Ich habe dann jeden Song, Problem Child und The Jack und Hell and the Bad Place to Be, die ganzen Songs habe ich ja vergöttert. Die Stimmen von Bon Scott, die haben mich begeistert. Und da waren sie eben da und ich bin damals als Jugendlicher da mit einem Freund mitgefahren. Mhm. Judas Priest war eine Vorgruppe gewesen und Wahnsinn.
In Regensburg. In Regensburg, ja, die Halle. Ja. Unglaubliches Erlebnis gewesen. Und Bonzkat hat dann mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Okay. Weil ich ab diesem Moment gesagt habe, ich bin ein Rocksänger. Mhm. Das hat dann meine Eltern zur Weißglut gebracht, weil ich bin dann von heute auf morgen Rebell geworden. Okay. Die Haare wachsen lassen, tätowieren lassen, Alkohol getrunken und alles in schon im jugendlichen Alter. Und dann war ich der erste Tätowierte in der Hauptschule im Bogen. und ich habe gesagt, ich brauch keine Schule, ich will Rocksänger. Konnte aber gar nicht singen. Ja. Und ich habe dann eine Kochlehre gemacht. Ich habe nicht mehr Abschluss, ich war ein talentierter Koch. Okay. Was ich ja später noch wieder bestätigt hat, dass ich ein talentierter Koch war. Ja. Bloß ich habe keinen Bock auf den Job gehabt, ich wollte Rocksänger werden. Okay. Und dann ist es weitergegangen. Bands gegründet. Ich habe hab dann 4 Jahre in der BMW gearbeitet und dann ist mir der Günter Ratny über den Weg gelaufen. Den habe ich ja schon gekannt, so irgendwie. Mess war natürlich ja in Straubing schon eine Band, die man gekannt hat. Ja, Günter Ratny muss man sagen, auch ein Rock-Urgestein in Regensburg. Mess, eine sehr bekannte Band damals. Und auch heute haben sie wieder ein neues Album rausgebracht, nach zig Jahren. Ja. Die waren ja damals auch ziemlich gut unterwegs, meist, oder? Also wo ich eingestiegen bin, da war ja bloß noch der Hannes Eder, der Schlagzeuger, und der Günther. Okay. Und dann haben wir einen Bernie Hohenester als Gitarrist gehabt und dann einen Heinz Götz. Da war später nochmal mit ihm bei Mystic Eyes gespielt, der Heinz Götz und so. Und da haben wir eben dann eine Version von Mess. Das war dann die ich war dann von Jackie Burnside der Nachfolgersänger. Okay. Wir waren mal im Studio gewesen, aber mir war es zu altbacken. Mhm. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Das war Lucifer war halt Judas Priest mäßig, heavy, und Mess war für mich altbacken. Mhm. Dann hat zwischen mir und Günther dann auch geracht und so. Und dann habe ich das. Aber Günther ist eigentlich schuld, dass ich ins Profilager eingestiegen bin, weil wegen Mess habe ich in der BMW gekündigt. Okay. Nach 4 Jahren. Danke, Günther. So, jetzt hast du es angerichtet. Ja, dann AC/DC und du hast mir noch eine dritte Platte genannt. Das war ja dann schon ein bisschen später. Motley Crue, Shout at the Devil. Ja, und da habe ich lange überlegen müssen, welches ich nehme. Eigentlich hätte ich ein Top 10 braucht. Mhm. Weil nachdem ich AC/DC entdeckt habe, habe ich natürlich Hard Rock entdeckt. Ja. Dann habe ich Deep Purple. Dann Rainbow, was mir sehr gut gefallen hat mit Dio, dann Heaven and Hell, Black Sabbath und dann The Holy Diver und dann A Number of the Beast und Judas Priest, Defender of the Faith und die ganzen. Und da habe ich und dann natürlich Motorhead, die habe ich auch zweimal live gesehen, okay, mit dem Fast Eddie und Phil the Animal Taylor noch. Okay, ja, in der Originalbesetzung damals. Genau, ja. Das war bei Nürnberg war es gewesen, zweimal hintergleich in Heaven and Hell. Und dann auch mit Robbie Robinson, was mir dann nicht so gefallen hat, weil die Original, die Bomber und Ace of Spades, das war ja schon. Und das war alles schon Wahnsinn und so. Und dann habe ich halt in meiner Lucifer-Zeit habe ich halt mir den Halford-Stil gemacht, so mit Armbänder und so. War der erste in Straubing in der Heavy Metal Band. Okay. Mit Lidenarmbänder und so, ja, und Nietenstiefeln und so, wie der Rob Halford so damals. Ja. Und dann, werde ich nie vergessen, rief mich ein Freund an und hat gesagt, ey, ich hab eine geile Scheibe, die musst du anschauen. Und hat die Shadow Devil zum Aufklappen, wo ich dann zum ersten Mal Nicky Six, Tommy Lee, Vince Neil und Mick Mars gesehen habe. Und das hat mich wegblasen. Dann habe ich die auch live gesehen. Okay. Ich habe Motley hab ich gesehen, damals auf der, nicht auf der Shadow Devil, sondern ich habe sie auf der Theater of Pain Tour gesehen. Okay. Und dann habe ich sie nochmal in der Dr. Feelgood Tour gesehen. Okay. Und dann nochmal auf einem Open Air. Ich habe es dreimal live gesehen. Wow, das waren so richtig die richtigen 80er Jahre Hard Rock Zeit, wo Hair Metal und wirklich Sex, Drugs, Rock'n'Roll und du warst mittendrin, oder? Ohne Drugs. Aber alles andere. Sex und eins deiner Bücher, glaube ich, hat die Unterschrift Sex, Troubles und Rock'n'Roll. Sex, Troubles and Rock'n'Roll. Also du warst mehr so Trouble, immer wieder in Schwierigkeiten gekommen. Und Trouble eigentlich, was ich dann in Thailand so erlebt habe, so das Überleben in Thailand ist ja nicht so. Thailand ist ja auf jeden Fall also ein Traumurlaubsland, aber wenn du dann von der Musik leben musst, das stelle ich mir ziemlich. Und dann auch noch Kinder hast und sowas, weißt du, und dann bin ich in einem Fahrwasser gewesen. Fahrwasser heißt, dass ich im Jahr 270 Close gemacht habe. Okay.
und immer im Bus gewesen bin, immer hin und her gefahren, immer 8 Stunden im Bus und so. Also habe ich immer getourt, ich war immer aus dem Koffer. Jetzt stellt man sich das ja so traumhaft vor. Ich meine, du bist 97, glaube ich, bist nach Thailand rüber das erste Mal und dann war es, glaube ich, wie lange, 15 Jahre? 20. 20 Jahre in Thailand. In Thailand. Hast dort deinen Lebensunterhalt verdient mit Musik, also bist aufgetreten, hast eine Elvis-Show gehabt, genau, zuerst mit der Rockband, hast du gesagt. Genau. Ja? Und das stellt man sich so traumhaft vor, traumhafte Szenen dort, also das Wetter ist toll und Koh Samui, die Insel ist ja wirklich toll. Also, wie war es wirklich? Das Traumhafte war im ersten Jahr, als ich 97 ausgewandert bin und habe dann einen Job gekriegt im Rockpub, wo ich von 2 Uhr früh bis 4 Uhr früh gespielt habe. Okay. Und habe dann da umgerechnet 12 Euro verdient. Okay. Damit habe ich meinen Bungalow bezahlt, mein Moped. Pro Auftritt hast du? Pro Auftritt. Ja, okay. Ja. Und ein Essen mal leisten können. Habe dann 40 Kilo abgenommen. Ich war damals ganz fett. Ich habe 119 Kilo gewogen. Habe dann bis 80 runter innerhalb von einer. Ja. Okay. Und war dann wirklich am Tag am Strand. Und nachts habe ich Hardrock gemacht. Okay. Und das war dann, da habe ich dann am ersten Mal in meinem Leben wirklich von der Musik gelebt. Ja. Von Hand im Mund. Ja. Aber ich habe den Traum gelebt. Ja. Und das war dann da. Ich kam dann um 6 natürlich da vom vollen schöpfen können. Ich war gerade aus der Ehe rausgekommen und habe gedacht, okay, jetzt Rock'n'Roll. Hast nichts auslassen sozusagen. Ja. Und also das ist ja auch eins der Sachen, die man immer wieder, wenn man sich deine Geschichte so anschaut, die einen immer über den Weg läuft. Du warst, bevor du nach Thailand gefahren bist, warst du in einem ziemlich tiefen Loch. Alkohol hat dich im Griff gehabt. Du bist dann, hast dann einen Entzug gemacht, also einen ziemlich harten Entzug dann auch, glaube ich. Lebensgefährlichen harten. Ja, also das war so, der Doktor hat gesagt, so jetzt noch 5 Minuten und du... 6 Monate und dann bin ich tot. Ich war nach einer Leberzirrhose und das war 97 und ich war so an der Flaschen gegangen, also ich brauchte in der Früh schon Flaschen Schnaps. Ich war der Erste bei der Norma, der war in Hansa, hat er geheißen, so ein klarer Schnaps. Und habe Blutkotze in der Früh schon, also ganz, ganz, ganz übel. Und dann in Thailand dann, das war der 24. September 97, bin ich am Strand spazieren gegangen. Und dann habe ich auf so einen Stein gesetzt, war so drüber Tag gewesen, das Wasser war wie ein Spiegel. Mhm. Und dann ist mir alles gekommen. Da habe ich, oh Gott, das ist alles verloren. Frau weg, Wohnung weg, meine Band weg. Mhm. Das habe ich dann auch vernichtet alles. Mit dem Alkohol habe ich alles kaputt gemacht. Mhm. Und Karriere im Arsch und einer ist einer todkrank und nur mal sterben. Und dann, oh leck. Bloß noch, das war ein Tunnel ohne Licht. Mhm. Und dann auf einmal kommt dieser Moment her und sage ich, wenn das der Preis ist, alles zu verlieren, dann höre ich auf. Mhm. Und habe dann tatsächlich am nächsten Tag, habe ich am nächsten Tag noch eine Show gemacht, mit einem Gitarristen zusammen, wir hießen Rock Brothers, so Gitarre und Playbacks und Halbplaybacks und Gesang. Und und habe ich 24 Heineken Gläser drum, das waren diese Senfgläser. Ja. Und dann habe ich 24 drum und das war der letzte Alkohol in meinem Leben. Dann bin ich nächstes Jahr nach Hause geflogen und habe dann einen Zug gemacht. Wow. Und seitdem kein Tropfen mehr. 22 Jahre trocken. Es ist natürlich eine super krasse Geschichte. Und ich denke mir, das ist ja auch immer wieder, wenn du Schicksalsschläge hast oder ähnliches. Und wenn man dann wieder so zurückkommt in dieses Fahrwasser. Du hattest auch ein Thema, dein Sohn damals ist tödlich, ja, nicht verunglückt, aber es hat eine schwere Krankheit gehabt. Ist im Krankenhaus dann gestorben. Nein, und gestorben ist er zu Hause bei mir. Zu Hause bei dir. Ich war nicht da, ich war auf Tour. Ja. Und das, ich meine, das sind ja so Sachen, wo man sagt, pff, da könnte man wieder in ein tiefes Loch reinfallen und wieder sagen, okay, jetzt greife ich zur Flasche, das hast du nicht. Nein, aber da war ich ganz knapp davor. Mhm. Aber was mich gerettet hat, was ich jetzt nicht gewusst habe, als er 2015 gestorben ist, im April, bin ich gleich nach Indonesien rüber, wo ich immer meine Platten gemacht habe und habe da das Album gemacht, Rock the Heaven, wo ich mich gleich in Arbeit gestürzt habe. Und ich dachte, ich hätte das Ganze verarbeitet. Mhm. Und das war nicht der Fall. Okay. Das habe ich aber gemerkt, dass mir langsam mein Leben richtig entglitten ist. Okay. Also richtig, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, obdachlos. Mhm. Weil ich immer noch bei Freunden auf der Couch geschlafen habe und so. Und ich habe alles gehabt, ich habe alles verloren, alles war weg. Ich war in einer Beziehung weiter gewesen, die wo in der Zeit... Ich habe da raus müssen, die hat mich umgebracht, die Frau. Das war so eine eifersüchtige Frau gewesen. So. Und habe gedacht, okay. Und ich habe alles, was ich gehabt habe, habe ich alles in Zürich gelassen. Ich bin mit nur einem Koffer, genauso wie ich 97 ausgeworfen war ich dann wieder in Deutschland gewesen, mit einem Koffer. Alles weg. Alles, was ich mir arbeitet, jahrelang. Ich habe ein super schönes Haus gewohnt gehabt. Ich habe
super verdient gehabt. Ich habe umgerechnet 3000 Euro im Monat verdient, über Jahre hinweg. Alles ist alles weg. Und dann hast du dich jetzt wieder so aus dem eigenen Shop wieder rausgezogen jetzt in der letzten Zeit? Was mich rausgerissen hat, war letztes Jahr, 2018, als ich das Bedürfnis hatte, ein neues Buch zu schreiben, und zwar das über meinen Sohn. Aber ich nicht wusste, wie ich es machen soll, weil ich habe es nicht zutraut. Für mich war das nicht, dass ich ein Schriftsteller werde. Jetzt habe ich 4 Bücher geschrieben und denke heute halt noch, wie habe ich das überhaupt gemacht? Ich habe mir das nie zutraut. Ich bin Entertainer auf der Bühne, fühle mich wohl, das ist mein Wohnzimmer, da bin ich, ich bin eine Rampensau, das ist mein Leben. Und dass ich schreiben kann, dass ich die Geduld habe. Und da habe ich eine wunderbare Lektorin kennengelernt, die ist 82 Jahre alt. Okay. Und die hat mich dort durch das Buch geführt. Die hat gesagt, okay, ich helfe dir, aber du musst mir folgen. Gut, ich mache das. Und ich bin ja wie ein Schwamm, ich bin sehr, sehr lernfähig und habe anscheinend ein Talent, wie sie mir bescheinigt. Und auch meine Fans, Leserfans, bescheinigen, dass ich einen kurzen, prägnanten Schreibstil habe, der auf den Punkt kommt, und die sind begeistert. Und sage ich, okay. Und als ich dann das Buch geschrieben habe, habe ich tatsächlich mich dann in einem Gartenhaus, habe ich mich da verbreitiert 2 Monate lang, da geschlafen drin. Komplett abgeschlossen, also nichts gehört und nur geschrieben. Und wie ich den letzten Punkt gemacht habe, dann bin ich hochgesprungen und habe gesagt, jetzt habe ich es geschafft. Und vorher war alles grau um mich. Ich habe keine Zukunft mehr gesehen, ich hab nicht nach vorne schauen können. Jetzt kann ich wieder nach vorne schauen. Sag mal, du hast dir das so von der Seele geschrieben. Genau. So. Genau. Und wie ich dann das, und meine Lektorin, die hat gesagt, während wo wir korrigieren, die macht es alles cool. Mein erstes Buch zum Beispiel, darum ist mein erstes Buch ja ein Stiefkind für mich gewesen eigentlich. Weil das habe ich geschrieben in 10 Jahren. In 2003 angefangen, wieder aufgehört, ich kann das nicht, Schund, Blödsinn, das hört wieder auf. Und dann mein erster Verleger hat mich dann, der habe ich kennengelernt 2010, der hat dann gesagt, komm, mach das, du schreibst super, mir gefällt das. Wenn du mir eine E-Mail schreibst, dann schreibst du wie ein Schriftsteller, das ist super. So, ach, Schuster bei der Leistung habe ich gesagt gehabt, ich habe gar nicht mehr die Geduld dazu, da hinsitzen und stundenlang schreiben. Tja, und sie hat dann gesagt, ich habe gezittert während Korrigieren. Sie macht das noch alles cool. Ich schreibe das, drucke es aus und sie tut es mit dem Bleistift korrigieren, lektieren. Und ich mache es wieder im Computer nacharbeiten. Okay. Sowas. Ein Wahnsinnaufwand. Aber damit habe ich jetzt das Gefühl gehabt, okay, jetzt hat das Buch für mich irgendwie eine Beziehung. Ja, und das erste nicht. Ja. Und jetzt habe ich im Oktober komplett Rocksau, das erste komplett. Rocksau. Buch zeigen wir noch. Ja. Das erste Buch vom Richie. Ja, das wird jetzt mit Sicherheit eine Rarität werden, weil es gibt ein neues rauskommt. Es kommt nochmal rein mit einem neuen Cover und komplett angepasst vom Lektieren zu den anderen drei. Ja. Also ist das, oder auch im richtigen Format, das sind alle im Taschenbuchformat sind, dann sind alle meine Bücher im gleichen Stil. Sau cool. Also ich finde es erstaunlich, die ganze Geschichte von Richie. Wir könnten uns jetzt noch 2 Stunden unterhalten über diese vielen Bücher, deine Musik. Ich finde es einfach toll, dass du uns das alles erzählst und die ganze Geschichte, aus der man ja auch lernen kann, denke ich. Und was man lernen kann, dass man nie aufgeben sollte. Das ist das gute Wort zum Schluss. Nie aufgeben. Richie Newton, danke, dass du da warst. Rock'n'Roll. Und was du machst, gefällt mir auch super.